Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Hallo. Hallo, Kollege. Hallo. Ja, hallo. Schön, Sie, ja. Also, mit wem spreche ich gerade? Mein Name ist Ranjit Bandirandirokan. Wie ist dein Name? Mein Name ist Markus Cesar. Oh, mich sehr freut von Investing, ja? Genau, richtig. Okay, das ist sehr gut. Hast du mit dem Kollegen schon gesprochen, was Profit machen und so, wie viel Geld man kann machen bei der Firma? Genau. Es kommt drauf an. Sie haben auch selber okay. Erfahrung in diesem Bereich. Ja, ein bisschen, aber bin ich keine Profit. Ist das Fragen, wie viel, mit welchen Asset ihr arbeitet und gibt gute Support, gibt gute Manager. Wir arbeiten nur mit Kryptowährungen. Ja, das ist sehr gut. Wir mögen Bitcoin, Ethereum, Dogecoin und diese. Genau, richtig. Von Peking, was die jetzt machen. Das wollen wir haben. Von den Chinesen, ja? Wir kommen nichts auf die Namen. Für die chinesische Währungen meinen Sie? Aha. Kryptowährungen meinen Sie? Ja. Von den chinesischen Kryptowährungen meinen Sie? Von den Kommunisten, ja. Läuft auch schlecht. Ist nichts gut? Zurzeit. Nein, ist nicht gut. Oh, was ist eine Empfehlung? Was kann man machen? Ist Dogecoin noch gut? Hallo? Ich meine auch nicht so gut, aber ich bin drauf nur für Ethereum, okay, Solano, Polygon, Shiba. Shiba? Ist das nicht Polkadot? Shiba wird eine hohe Wachstum. Hohe Wachstum haben? Genau. Oh, das ist sehr gut. So wie mein Chicken Tikka Masala unten. Das ist auch sehr groß geworden. Das ist sehr gut. Und was ist so bei einem Monat ein Profit? Was kann man machen? Wenn man das Empfehlung nicht für einen Monat. Wir reden nicht für nach einem Monat. Okay, eine Jahr. Wir reden hier für eine lange Zeit, ja. Genau. Ja, ein Jahr oder zwei Jahre. Wenn ich jetzt, wir nehmen wir vier Kollegen, wir zusammen Investment machen wollen, wir zusammen 10.000 Euro geben und wie viel zurückbekommen? Also, es geht nicht so. Wenn Sie bei uns einsteigen möchten, Sie müssen Ihr persönliches Konto haben. Ja. Nicht so gewiss. Ja. Eine Konto nehmen und von alle Kollegen den Geld zusammenpacken. Wenn ich frage, da, woher kommen Sie? Ich komme von Indien. Von Indien? Ja, und woher du kommen, meine Kollegen? Bist du von Türkei? Ich bin halbe Französisch und halbe Deutsch. Oh, ich habe gedacht, das ist türkisch Akzenten. Nein, ich habe kein zu tun mit Türkei und so weiter. Okay. Ich bin halbe Französisch und halbe Deutsch. Vielleicht sprechen Sie auch Französisch? Nein. Wir bei Indien immer Englisch, Hindu und jetzt auch Deutsch sprechen machen. Okay? Schön. Kannst du mir rauslachen? Was arbeiten Sie? Indischer Restaurant. Oh ja, wunderbar. Restaurant Bombay, Berlin. Die Mittagessen. Oh, Curry, Chicken Tikka Masala, Naan, Brot selber machen. Genau. Mag du indische Essen? Habe ich auch gegessen. Ja? In einem Restaurant. Oh, war indischer indische Restaurant oder von Pakistani? Nein, von indischen Restaurant. Dänisch? Nicht pakistanisch. Ja? Dänemark? Oder was? Die haben indische Essen? Wie bitte nochmal? Dänische Restaurant? Von indianische
Indianer? Sioux oder Cheyenne? Ja, Restaurant. Oder waren das die Huronen? Wie bitte? Waren das Sioux oder Cheyenne Indianer? Weil ich dachte immer, die haben ich Casino. Ich weiß das auch nicht, ja. Also, ich kenne nicht so sehr gut. Haben den grüne oder rote Feder bei drauf. Kopf gehabt? Das Problem ist, ich kann es gerade nicht ausschalten, aber immer wenn die Kollegen was schreiben, habe ich Geräusche bei Aufnahme drinnen. Und ich komme nicht raus, um das zu machen. Aber sind von Indianer, ja? Indisch. Indisch, okay. Also du hast Indianer gesagt. Nein, Indisch. India. Indisch. Bist du bei Indisch Indien? Restaurant. Indisch, ja gut. Bist du bei Indien gewesen? Niemals. Oh. Ich mit meiner Schwester und dem Bruder und dem Schwager Ohan, wir bei Frankreich fahren und ein Schloss angucken, ja? Von Napoleon, ja? Ach so, meinen Sie, von Napoleon. Ja, ja, den Festung Bitsch, und es ist nicht den englischen Schumpfwort, der gibt's wirklich, das schreibt sich Bitche. Das ist ein sehr gutes Schloss und da kann man den angucken und eine Führung machen. Einführen auch, wenn keiner hinguckt. Okay? So, ja. Jetzt sag mir, wenn wir bei deiner Firma 10.000 Euro geben, können wir Bonus haben? Natürlich. Ja, was Sie bekommen auch am Anfang einen Bonus, ja? Welche Bonus? Von den Summe. Bargeld meinen Sie, oder? Ne, Bonus Money für Trading. Bonus. Da kommt nicht einschlafen. Also, von den Summe von 10.000 Euro, ja, dass Sie investieren wollen, es das heißt, Sie werden 25% sofort Bonus bekommen. Oh, das ist gut, ist gut. Und ist das nur ja. für Trading oder kann man Auszahlung machen? Nur für Trading. Okay, aber wenn ich mit dem Geld verdiene, dann kann ich der Auszahlung machen, oder? Natürlich, nach den 4 Wochen, weil 2 bis 4 Wochen geben wir uns auch die Möglichkeit, uns zu testen, ja? Sie haben die Möglichkeit. Nach den 4 Wochen, Sie können auch das Geld sofort Auszahlung lassen. Sofort? Die ganze Summe. Ja, natürlich, nach den 4 Wochen. Ach so, aber nach 4 Wochen ist nicht sofort. Es sind 4 Wochen. Nach den 4 Wochen, habe ich gesagt. Ach so, guck mal, das ist ja alles so Komplizierung. Das ist kein Komplizierung, aber Sie kennen das nicht, deswegen. Ja, ich nichts Sie haben Trading gemacht, aber Sie kennen nicht, wie die ganze läuft. Bei den Projekten, weil wir haben Projekte, 2-wöchentliches Projekt, 4-wöchentliches Projekt, 1-monatliches Projekt, 2-monatliches Projekt und so weiter, ja? Wir arbeiten immer mit Projekten. Aber es hört sich an wie der chinesische 5-Jahres-Plan. Vielleicht solltet ihr doch die chinesischen Dinger mitnehmen. Das ist wie bei Kim Jong-un. Ich empfehle das nicht. Nein, ich empfehle das nicht. Ach so. Weil das nichts besser werden? Das wäre ein großer Fehler sein. Ja? Ist so schlimm mit den Chinesen? Den Benzos? Das ist eine Spekulation drauf. Ja, natürlich. Denn alles, was wir bei einem Bitcoin machen, ist eine Spekulation. Da gibt es keinen Ausnahme. Nein. Na doch. Bei Bitcoin ist ganz anders. Ja, aber Bitcoin auch einmal 60.000 Euro, jetzt gar nicht mehr 60.000 Euro. Jetzt viel weniger. Ja, aber vor 10.000 war auch $1. $1. Sie wissen das schon. Aha, einmal ein paar Cent. Wir profitieren auch, also wir profitieren von den Bewegungen, von dem Preis. Ah, wir gar nicht Bitcoin kaufen, wir CFD machen oder was? Also, wir können bei Bitcoin auch einsteigen mit 1.000 Euro, ja? Und mit diesen 1.000 Euro vielleicht können wir einen Tag 5.000 Euro machen oder die ganze Summe verlieren. Aber nein, wir machen nicht so. Wir öffnen 20 Positionen in 20 Währungen. 4, 5 Währungen wird auch schlecht sein, ja? Aber nicht nach von den Chinesen, und die andere Währung, wir können auch den Profite... Nein, nicht bei den Chinesischen. Wir haben nichts zu tun. Mit den chinesischen Währungen. Das ist sehr gut, weil die Kommunisten die ganze Welt kaputt machen, ja? Ja. Das ist nichts gut. Und dann wir Bonus oder Anus bekommen bei Firma?
Ich habe Ihnen doch gesagt. Ja, aber die Unterstützung 25%, ja? Und was ist, wenn wir gute Profite machen und noch einmal mehr Geld geben, dann auch wieder Bonus bekommen? Bei einer anderen Firma? Nein. Oh. Das ist nur einmalig. Die Bonus ist nur einmalig. Nur am Anfang ist das. Oh, aber eine andere Firma? Danach, sie können nicht mehr erhalten. Gold Investment nicht, hat angeboten. Die sagen jedes Mal, wenn du 10.000 bringen, dann wenn Klaure Bonus geben. Mit den Worten nicht. Ja, aber gibt auch 0,5%. Nicht so viel. Jedes Mal 10%. Aber wir starten, ja, gibt auch für Transaktionen, zum Beispiel für 5.000 Euro, gibt auch nur 10 Euro. Unterstützung, Bonus, das spielt keine Rolle. Ja, aber haben wir nicht. Das auch nur 0,1%. Ich bin gierige kleine Inder. 0,01%, Entschuldigung. Wie bitte? Ich bin gierige kleine Inder. Ich nehme alles, was kann ich bekommen. Oh. Mhm. Und sag mir, Kollege, wie sollen wir, was kostet bei deiner Firma? Den Prozent nehmen oder wie machen? Wie bitte? Was meinen Sie? Commission. Wie heißt der bei Deutschland? Hinterlader, oder? Ist denn die Wort? Also für dir, die Hinterlader? Wie bitte? Das ist kein Wort. Nochmal? Hinterlader. Wenn du einen Verkauf machen, dann müssen wir Geld geben bei Profit. Oder nicht? Ja, nein, die Profite, sie erhalten ohne Kommission. Keine Kommission? Bei den Experten wird das machen, keine Kommission. Durch unsere Seite, ja? Aha. Wir bekommen am Ende nur 10% von deinem Gewinn. Ja, das sagen die doch. Meinen Sie insgesamt 5.000 Euro, wir bekommen auch 500 Euro. Oh. Das ist auch schon klar, ja? Wegen auch unserer Arbeit, nur aus ihr Gewinn. Nicht aus ihr eigenen Kapital, sondern aus ihr Gewinn. Bekommen wir nur 10%. Können wir 8% machen, wenn wir mit 10.000 Euro geben? Nein, die Regel ist 10%, meine Herren. Falls Sie mit 10.000 Euro einsteigen, Sie werden den Unterstützungskapital erst einmal bekommen, den Bonus. Und nach dem Gewinn, wir bekommen den Provision. Ohne Gewinn, wir bekommen kein Geld. Ich habe den verstanden, aber ich sage, wenn wir mit so viel Geld kommen, dann 8% machen, okay? Nein, es geht nicht so. Die Regel ist nur 10%. Zum Beispiel möchten Sie 1.000 Euro investieren und in einem Monat verdienen Sie auch 3.000, 4.000 Euro. Wir bekommen auch 300 oder 400 Euro, 10% von diesem Gewinn. Ja. Das ist die Eigenkapital. Genau. Handeln, Sie fangen immer mit unserer Unterstützung, ja? 2 bis 4 Wochen. Danach so treffen Sie selber die Entscheidung, ja? Ob Sie weiter möchten machen oder dein Geld auf Zahlung lassen und aussteigen von unserer Seite. Und ist mit Broker oder mit Robotrader, right? Erst einmal, Sie müssen mit einem Broker arbeiten. Ja, er wird alles helfen, auch Ihnen dabei alles erklären, ja, wie die ganze läuft. Aha. Und Sie können auch einen Broker erhalten. Aber mit Broker ist ab 15.000 Euro, wenn Sie mit einem Roboter möchten arbeiten. Ab 15.000 Euro. Aber man kann mal anfangen, die Roboter aktivieren, kostet ein Brokering, aber danach kann man Roboter machen, ja? Wenn gut funktioniert. Erst einmal arbeiten Sie mit einem Broker. Falls Sie zufrieden sind mit Broker, Sie können auch immer mit Broker arbeiten. Falls Sie unzufrieden sind mit Broker, Sie können auch mit Roboter arbeiten. Aber die Roboter kosten. Weil Broker muss ja auch mal schlafen, dann können wir Roboter nehmen. Wie Sie wollen, ja, ist immer Ihre Entscheidung. Ja, ich möchte einfach nur Geld. Und jetzt sagen Sie mir bitte, weil wir sind auch fast ungefähr 31 Minuten in Gespräch. Ja, ich habe auch einen anderen Termin jetzt. Na, das ist mir ja egal. Und, ich muss 10.000 Euro bei investieren, dann musst du auch mit mir reden und meine Fragen Beantwortung machen. Ja, aber Sie müssen auch eine Antwort geben, bitte, ja? Ja, was ist die möchten Frage? Möchten Sie den Kontakt aufstellen oder nicht? Natürlich, wir wollen Geld verdienen. Okay, dann wie möchten Sie das machen? Mit Kreditkarte, mit Bank, wie möchten Sie gerne machen? Überweisung machen, okay? Mit Überweisung, okay. WhatsApp haben Sie? WhatsApp? Nein, wenigstens benutzen.
Haben Sie kein WhatsApp? Nein, nur Telegram immer nehmen, Telegram nehmen. Telegram? Bei WhatsApp den Amerikaner gucken. Okay, wir haben keinen Zukunftstun mit dem amerikanischen Mensch. Also, mit welchem Betrag möchten Sie gerne anfangen? Ja, wir nehmen 10.000 Euro, okay? Und du dann das 25% Bonus geben, sagst du, ja? Gut, möchten Sie heute anfangen? Ja, wir wollen heute anfangen. Will gerade noch mal okay, Augenblick. Warst du meine Kollege einmal? Der guckt, wie Meerschweinchen. Weil okay, erste Mal. Warte, ja. halt doch mal kurz den Rand. Kollege, ja, bitte. Ziggy, wir fangen an mit 10.000 Euro, oder? Der Kollege sagt ja, wir können machen. Okay, Augenblick. Erst einmal, ich brauche auch von Ihnen, ja, einen Ausweis von der Rückseite. Noch einmal, was machen? Ich habe nicht verstanden. Wer wird die 10.000 Euro überwiesen? Sie oder dein Kollege? Dalslav. Ich von Kollege Einsammlung machen von Hode Kraulung und dann bei Plattform schicken, ja? Bei Plattform schicken, genau, das werden Sie bei Plattform haben. Drauf, auf deinen Namen. Aber erst einmal, wir brauchen auch von wer wird diese Kontakte stellen? Meine. Herr Detlef oder Sie? Nein, ich das machen. Weil ich den Zeit immer bei Restaurant kann ich gucken, kann ich Trading machen, kann ich Open Close. Okay, wunderbar. Safe, kann ich immer gucken. Okay, also kann ich hier E-Mail-Adresse? Nutzen Sie E-Mail? Ja. Okay, wunderbar. Augenblick. Geben Sie bitte deine E-Mail-Adresse. Ja, das ist wie lautet, buchstabieren Sie das? Ja, einen Buchstaben machen. Buchstabieren? Ja, buchstabieren Sie bitte deine E-Mail-Adresse. Okay. Wie sagt man bei Deutschland? Wie heißt der? Nacktschneck? Otter? Ratte? Otto, die erste. Dachs? Oh, wie Otto. Dann Schiff, zweimal Esel. Und ganz kurz. Uhu. Also. Dann ein Reh. Dann ein Leguan, ein Auto, Unterhaus. Nochmal von vorne. Augenblick. Okay. Oh, wie Otto, die erste. Danach? Nein. Ganz bei Anfang Nacktschneck kommen, okay? Also, können Sie mir deinen Kollegen geben? Er wird auch alles buchstabieren. Deine E-Mail-Adresse? Ich dir machen. Nacktschnecken, Otter. Ratte? End wie Nordpol, nochmal, von vorne, von Anfang, End wie Nordpol, danach? Dann Otter? Otto, ja? Ja, dann Reh? R, wie Richard. Aha, auch gut. Dann Dachs? Ja, Richard. D wie Deutschland. Deutschland, genau. Dann ja. Schwul, wie man sagen bei Deutschland. Schwul. Ja. Aha. Dann zweimal die Esel. Esel. Ja. Dann Uhu. Dann weißt du, das dicke Vogel. Ja. Dann nochmal den Reh. Das bei Wald drinnen leben. Ja. Dann Leguan. Ein kleiner. Ja. Dann Auto. Ja. Dann Uhu, nochmal die dicke Vogel. Und B wie Bitcoin. Ja. Und dann noch viermal Zahlbuchstabe kommen. 1978, okay? Na, denn B, was kommt? 1978. 1978. Und dann @gmail.com. Okay, kannst du das machen? Augenblick. N, O wie Otto, R wie Richard, D wie Dora, S wie Siegfried, C wie Cäsar, H wie Heinrich, richtig? Das war viel zu schnell. Nochmal. Also, können Sie mir den Kollegen geben, bitte? Da ist keine Cäsar mit drinnen, nur eine Napoleon. Ganz bei Anfang ist Napoleon drinnen. Napoleon, Otto, R,
D. D. F. Aha. C. Nein, 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 nein. Nach dem Schwul kommt zweimal Esel. Esel. Also S. S. E. E. U. R. La. A. U. B. Aha. Nordsee Urlaub. 1978@gmail.com. Da habe ich meine Frau treffen. @gmail.com. Da kannst du mir den hinschicken. Ich werde jetzt Computer anmachen und einmal reingucken. Okay, schalten Sie Ihren Computer. Aha. Sie werden das auch von meinem Assistenten bekommen. Von was? Bekommen? Von meinem Assistenten werden Sie deine E-Mail jetzt bekommen. Augenblick bitte. Azubi bei Callcenter drinnen, das ist sehr gut. Genau. Augenblick. Und dann heute anfangen, ja? Wir heute anfangen? Ja, natürlich. Das ist sehr gut. Können Sie Ihren Ausweis fotografieren vor und Rückseite? Ein Scan machen oder Foto machen? Foto machen, das wäre besser als ein Foto. Okay, ich werde den machen. Ich noch einmal gucken. Okay, machen Sie mit deinem Handy. Augenblick. Was ist da los? Augenblick bitte, ein paar Sekunden. Habe ich schon Ihr Ausweis fotografiert? Nein, nein, ich muss ja erst ein Connection zu Computer machen. Aber sag mir, wie lange deine Firma schon arbeitet bei Bitcoin? Der Kollege will die wissen. Ungefähr 8 Jahre. 8 Jahre. Seit 8 Jahren? Mhm. Aber warum ist eure Internetseite dann erst 42 Tage alt? Wo haben Sie das geschaut? Bei Dr. Google. Der sagt, Website created on 5th of February, second of May 2023. Augenblick. Ah so, meinen Sie die neue? Also ich habe da am Anfang gesagt, ja, bei deinem Kollegen, wir haben über 10 Plattformen hier. Oh, so viele Plattformen, und Sie können da auch Katapult draufstellen, oder? Natürlich, Sie können auch bei der anderen Seite einsteigen, nicht hier. Oh, wie heißt die andere Seite? Und aber was kann man da machen? Bei der anderen Seite, investing.com. Aha. Und wie viel kann man Investing machen? Toro Profit. Toro? Wie der spanische, ja. Wie den spanischen Stieren? Genau, richtig. Oh, sehr gut. Okay, haben Sie schon Ihr Ausweis fotografiert? Du hast mir noch keine E-Mail schreiben, die ganze Zeit warten. Weil ich habe hier nichts deiner Adresse. Ja, dann super. Ja, ganz kurz, jetzt werden Sie das auch bekommen. Augenblick. Das ist sehr gut. Von meinem Assistenten. Okay. Wie ist das noch? Augenblick bitte, warten Sie kurz. Dass ich den richtigen E-Mail bei Kopf drinnen habe? Ein paar Sekunden bitte, Augenblick, ich muss auch wieder mit Support reden. Okay, Augenblick, jetzt werden Sie das von unserer Seite, den E-Mail, bekommen. Vorher werden Sie auch schauen. Ja, natürlich, Augenblick bitte. Haben Sie deutsche Ausweis? Ne, von India. India auch haben. Von India. Aha. Augenblick. Sag mir, können wir zusammen ein indische Chakramanta singen? Oder gute Glück und Zufrieden Arbeit bei Callcenterinnen machen? Augenblick kurz wieder. Mimi hat Booty Gildigatigalia, Mimi hast du Mutter keine Melania, Mimi hat Booty Gildigatigalia. Komm, kannst du mit mir singen? Wir sind vertraut. Sie können auch gut singen, oder? Yes, indische Lieder, indische Song, okay? Sie können auch bei deinen persönlichen Experten singen, ja? Oh. Er ist auch ein Singer. Oh. Magst du indische Musik? Indische Menschen, ja. Aha. Meine Kumpel Russell, ne? Wir zusammen bei Noida, India fahren. Und ich zusammen mit ihm eine indische Chanting singen.
Kannst du mit mir zusammen einmal sagen, Badaskiria, Apakaladonat, das sehr viel Glück und gute Karma bringen. Wir zusammen sagen, komm. So, ja. Badaskiria, Apakaladonat. Noch einmal sagen. Augenblick kurz, bitte. Oh, ich werde reich von den Bitcoin. Sehr gut, sehr gut. Bitte, wenn das wegen Copyright nicht so Probleme bei Stream geben würde, würde ich jetzt Punjabi MC anmachen. Aber letztes Mal Kanal fast kaputt gegangen, als wir mit Betrugung ein Musik machen. Jetzt muss ich immer selber singen, obwohl ich der gar nicht kann. Hallo? Augenblick, bitte, ganz kurz Augenblick. Kannst du mir ein Lied von Frankreich singen? Nein. Warum nicht? Jetzt machen Sie Spaß mit mir, oder? Und ich möchte eine Freundschaft machen. Okay? Ist gut? Ich bin kein Sänger, Herr. Nee, ich auch nicht, aber das ist ein Respekt, okay? Und gut Karma. Gute Karma. Na, den Kontakt zu hören kann ich auch singen. Vorher nichts. Das ist Erpressung, das sag ich der heiligen Kuh. Ich gerade bei Stronghold Crusader eine Burg bauen. Möchtest du nachher mitspielen? Augenblick kurz bitte. Ich muss auch kurz arbeiten. Ja, du musst mir endlich eine E-Mail schicken. Willst mein Geld vermehren, aber schaffst es nicht, eine E-Mail zu schicken? Was ist da los? Das werden Sie jetzt bekommen, ja. Augenblick bitte. Mir immer schon. Geduldig. Nein. Alles kommt mit Ruhe. Zeit ist Geld. Und Geld haben wir nicht. Ja, ist Geld für mich. Nein, für kostet uns allen. Viel. Für uns allen. Wir beide. Guten Profit machen. Ihr fragt jemand, ob du der König der Sackratten bist. Was hat das mit Trading zu tun? Kann du mir sagen? Keine Ahnung. Mit Profit? Da ist immer noch kein E-Mail gekommen. Hast du den E-Mail nach Indien schicken? Ja, Augenblick. Hier bei Deutschland. Das werden Sie jetzt bekommen. Mann. Das werden Sie jetzt bekommen. Augenblick. Ein E-Mail oder? Immer geduldig, weil ich habe ungefähr 5 Monitore hier. 5? Deswegen, Augenblick. Das ist nichts gut für die Augen. Ja. Dann hast du nach Arbeitsschutzgesetzung, darfst du Pause machen bei Computer drin, okay? Innenreinkrabbelung machen. Meine Güte, ich würde gerne mal so Urlaub machen, wie ihr arbeitet. Dann werde ich eine sehr glückliche Inder. Das ist auch schön. Ja, ist es schön? Natürlich. Wie lange musst du heute noch arbeiten, meine Bruder? Auch, ich arbeite stark, ja. Immer viel. Immer Augenblick. Arbeiten? Das ist gut. Das ist gute Karma, oder? Augenblick. Hast du gute Karma? Augenblick, Kollege, Augenblick. Du sagst immer, wie lange brauchst du, um eine E-Mail zu schreiben? So kannst du kein Training machen. Ja, jetzt werden sie das gekommen, aber hat nicht geklappt. Augenblick. Ah, meine Güte. Da musst du jetzt das indische Lied singen, dann funktioniert machen. Wir brauchen gute Karma. Vielleicht funktioniert. Ich mache Mango Curry machen. Willst du auch essen? Wo ist das Callcenter, sag mir? Wir können bringen. Dass wir gute Deal machen. Ich befinde mich in Österreich, Wien. Oh, Vienna. Sehr gut, sehr gut. Das ist ein bisschen weit weg, so ein Mango-Curry reinbringen. Nicht so gut. Da musst du herkommen, Abholung machen. Aber den Curry ist das beste Curry, was es gibt bei ganz Pakistan. Okay? Auch bei Pakistaneser. Kennst du Fleckmann? Daran du mir eine Erinnerung machen. Warum bist du so langsam, mit einer E-Mail zu schreiben? Schauen Sie kurz auf Ihre E-Mail-Adresse. Aha. Unterschätzte Vitamin schützt vor Schlaganfall und Herzinfarkten. Soll ich der ausdrucken? Was ist los? Hallo, sind Sie noch da? Ja, ich bin immer da. Und du? Du schlafen. Bei nicht Arbeit da. Schlafen. Natürlich. Kommt das E-Mail noch heute oder soll ich erst ein bisschen schlafen? Essen Sie und bis nach Schlafen, Sie werden das auch bekommen.
Oh mein okay. Gott, bringt ihr das E-Mail mit einem Esel oder was macht ihr? Du magst doch indische Musik, ja? Er ist raus, er ist raus. Verdammt!